Es ist alles viel, viel einfacher, als der Kopf, unser Qualitätsoberbeauftragter, uns das erzählt. Herzlich willkommen hier zu diesem Beitrag, mit dem ich dich inspirieren möchte, mal das Leben und so vieles mal ein bisschen einfacher zu sehen, leichter zu sehen. Es sind letzten Endes ja alles Konditionierung. Unter anderem auch die Konditionierung. So einfach kann es ja nicht sein. Und wenn es ja so einfach wäre, würden es ja alle machen. Das Leben ist eine harte Schule. Keine Ahnung, was auch immer so der Kopf uns erzählt, was wir natürlich auch glauben und oftmals auch so empfinden. Das ist außer Frage. Wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen und es mal, ja, vielleicht ein bisschen philosophisch oder spirituell auch ausdrücken, als wir uns entschieden haben, zum jetzigen Zeitpunkt auf diesem wunderschönen Planeten, der sich Erde nennt, zu inkarnieren, also auf einer anderen Ebene uns unsere Familie ausgesucht haben, da haben wir uns dazu entschieden, hierher zu kommen, sind 9 Monate im Schnitt im Bauch von der Mama herangewachsen, haben dann ausgecheckt, und waren dann einfach da. Jetzt mal die Frage an dich. War das schwer? Der Kopf sagt, habe ich keine Erinnerung dran. Ich will nur mal darauf hinaus, dich dazu einzuladen, wie einfach alles eigentlich ist. Wir haben nur diese Ansichten darüber, dass alles so schwer sein muss und, und. Ja? Kommen wir noch mal zurück in den Bauch von der Mama, als die Zellteilung angefangen hat. Die Zellen haben sich einfach geteilt. Und was für ein Wunder ist es im Grunde genommen auch, dass ein Mensch, wenn du selbst Kinder hast, wenn du selbst Mama bist, dass ein fertiges Wesen in unserem Bauch heranwächst. Und selbst wenn du als Mann hier mit dabei bist und vielleicht Papa bist und auch bei der Geburt dabei warst, was für ein Wunder ist das alles, ja? Und das ist alles ohne Anstrengung, klar. Ich habe ja selbst 2 Kinder, auf gewisse Weise anstrengend, die Geburt, ja, natürlich. Aber das Heranwachsen des Kindes, also du als Kind im Bauch von der Mama, das war ja nicht anstrengend, das ist ja einfach geschehen. Und auch jetzt in dem Moment, wo du mir jetzt hier lauschst, dass du ein- und ausatmest, dass dein Herz schlägt. Vielleicht hast du eben was gegessen und dein Magen weiß ganz genau, wie viel Magensaft er zu produzieren hat. Vielleicht hast du gerade ein Gläschen Wein getrunken. Deine Leber weiß ganz genau, welche Enzyme sie in welcher Anzahl zusammen mit der Galle produzieren muss, um da, ja, zu verstoffwechseln und, und. Ist das schwer? Das geschieht einfach. Und du musst noch nicht mal darüber nachdenken. Einatmen, ausatmen, Herz schlagen und, und. Das geschieht einfach. Und worauf ich einfach hinaus will, mal der Augenöffner für dich zu sein, wie viel einfacher das Leben als solches ist, wir es uns nur so kompliziert machen, weil wir so viele Ansichten, Bewertungen und auch Erfahrungen natürlich in unserem Leben schon gemacht haben. So, und jetzt gebe ich dir auch mein ganz, ganz simples und einfaches Tool hier heute mit auf den Weg, was dich dazu einladen möchte, wenn du mal das Gefühl hast, du steckst da fest und kommst da irgendwie nicht raus und alles gerade irgendwie ganz, ganz schlimm und heftig findest, dass du da mal so ein Erste-Hilfe-Tool hast. Auch wenn der Kopf jetzt sagt, vielleicht, was für ein Quatsch, was für ein Blödsinn. Wie wäre es, wenn du einfach mal mit kindlicher Freude daran gehst, bei dem, was ich dir gerade jetzt mit auf den Weg gebe, und einfach mal machst? Du brauchst dazu einfach mal eine Vase oder ein großes Glas. Eine Vase haben wir ja alle irgendwo im Haushalt stehen und Zettel. Und dann gehst du hin und schreibst mal jeden Tag, egal wann, morgens, mittags, abends, einen Zettel, worauf du eine Sache schreibst. Nämlich die Sache, die du gerade in diesem Moment wunderbar findest oder wo du dich gerade erinnerst, wo du Freude dran hattest. Sei es auch in der Vergangenheit, wenn es jetzt nicht gerade in diesem Moment ist. Eine Sache, die dich mal begeistert hat, einen schönen Moment, was du schon in deinem Leben gemeistert hast, was auch immer. Jeden Tag ein Zettel und den tust du in das Glas.
Und das kannst du mal für ein ganzes Jahr machen. Dann hast du ein Jahr pure Inspiration für dich. 365 Tage. Kostet eine Minute Zeit, nicht mehr. Du hast ja schnell einen Zettel geholt, hast draufgeschrieben, stichwortartig, damit du weißt, aha, als Reminder. Und dann füllst du das Glas damit. Und du kannst sofort im Grunde genommen schon damit beginnen, in den Momenten, wo du denkst, boah, ist gerade hier alles, was ist denn hier im Außen los? Ja, du weißt in deinem eigenen Sprachjargon, wie du solche Situationen benennst. Dann ziehst du einfach einen Zettel aus diesem Glas und liest und schaust da drauf und kannst dich sofort in eine andere Energie versetzen, weil dein Kopf sich sofort an diesen schönen Moment erinnert, weil dir ein Lächeln übers Gesicht huscht. Whatever. So einfach kann es sein, mal eine, ja, ich nenne es jetzt mal eine etwas andere Inspirationsquelle dir selbst zu Hause ins Wohnzimmer, in die Küche, ins Badezimmer, wo auch immer hinzustellen. Ja? Und so kannst du jeden Tag einen Moment finden, den du ganz toll findest, sei es an diesem Tag oder ein Reminder von vorher, von den letzten Wochen, Monaten oder Jahren. Füllst dein Glas mit ganz, ganz vielen Remindern, was großartig in deinem Leben ist und hast so deine eigene Inspirationsquelle. Und noch eine Einladung an dich. Am Donnerstag findet unsere Masterclass statt, wo wir mal ganz tief in die Essenz des Seins einsteigen, wo wir mal ganz tief mit verschiedenen Dingen Kontakt mit unserem wahren Kern aufnehmen, sodass du wirklich mal deine wahre Größe spürst, deine Energie. Weil schau mal, was für ein Wunder bist du, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, dass wir im Bauch von der Mama alle herangewachsen sind. Was für ein Wunder ist das im Grunde genommen, ein Wunder des Lebens. Und was für ein Wunder ist es eigentlich, wir schauen raus, wir sehen bunte Farben, wir atmen ein, wir atmen aus. Wir können sprechen, wir können uns bewegen, was auch immer. Und was lässt uns da eigentlich glauben, wo wir doch selbst das Wunder sind, dass wir keine wundersamen Dinge entstehen lassen können, uns auf wundersame Dinge von jetzt auf gleich in eine andere Energie schon mal ganz rasch versetzen können, wo wir doch selbst das Wunder sind. Also, worauf ich hinaus will, es kann eigentlich so einfach sein, ja? Und dennoch jetzt zur Masterclass, die am Donnerstag stattfindet, die ich zusammen mit Madeleine mache, wo wir da mal in die Tiefe deines Seins eintauchen und dich mal dazu anleiten, dass du auf ganz, ganz tiefer Ebene wirklich Kontakt zu dir selbst bekommst und auch die Klarheit bekommst, wo darf denn dein eigener Weg mehr hingehen? Wie schaut denn dieser Weg für dich am idealsten aus, wenn du da mal die Botschaften deiner Seele, deines Herzens zulässt. Ich poste dir den Link hier in der Nähe von diesem Video. Klick drauf, melde dich an, selbst wenn du keine Zeit hast am Donnerstag, weil es jetzt zu kurzfristig ist oder du arbeiten musst, whatever. Du bekommst eine Aufzeichnung, hast du anschließend eine Weile auch Zugriff zu und dann kannst du es in deinem eigenen Tempo anschauen, immer wieder anschauen. Also wir werden da sehr in die Tiefe gehen. In diesem Sinne, wir freuen uns auf dich und ja, komm in die Masterclass und dann machen wir alles weitere gemeinsam. Hab noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.